Und damit wieder mal ein herzliches Hallo hier aus Infected. Wir haben zwei Technologien und ich bin mir immer noch nicht so sicher, was ich damit anstellen soll. Denn einige davon wären zwar gar nicht so verkehrt, allerdings nützen sie uns noch nicht viel. Das wird zu einem Problem, weil eigentlicherweise müssten wir an den Umzug denken, damit wir vielleicht vor dem Winter wenigstens noch unser Domizil beziehen können. Und zwar, meine Wahl fiel, also ich habe mir überlegt, Kühlschrank macht noch keinen Sinn. Solarmodul macht auch noch keinen Sinn, weil Strom, was soll ich hier mit Strom? Demzufolge Batterien auch nicht. Herd, ja, wäre für den Winter gar nicht so schlecht, weil dann könnte ich mir den Kaffee machen zum Wärmen. Notfalls bleibe ich halt einfach drin. Auch kein Problem. Ölsauger, ja, den muss ich von A nach B tragen. Und dann muss ich dann den Sprit noch draus machen. Macht hier alles keinen Sinn. Chemietisch, ja, wäre nicht so verkehrt. Allerdings das Einzige, was ich jetzt im Moment als Chemie bräuchte, wäre Plastik, damit ich mir Kevlar machen kann. Und ich glaube, wir haben genug Plastikteile da. Also das letzte Rüstungsteil kann ich mir noch machen. Werkbankhammer, Windturbine wäre noch was, wenn wir hier irgendwo Strom bräuchten, brauchen wir nicht. Kreissägetisch, definitiv die beste Wahl, denn so können wir relativ schnell Bretter machen und wir kennen die doppelte Menge Bretter für die gleiche Anzahl Stämme, also Kreissägetisch Nummer 1. Wasserhaus macht für mich noch keinen Sinn, wohin? Stromtechnologie, Verteilerkasten ist eins der Teile, die wir dann brauchen werden für den Rest. Ohne den Verteiler der Kasten geht sowieso nichts. Warten wir noch. Ölpumpe. Das ist was, was ganz, 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 ganz weit weg ist. Schmiede haben wir. Gestell wäre das nächste, damit wir Sachen trocknen können bzw. aufheben können. Hebe ich mir aber mal noch auf, denn wir machen erst einen Umzug und dann überlegen wir uns, wohin. Mühle haben wir. Da hätten wir zwar die Steinmühle, die Strom bräuchte, aber wir bräuchten mindestens zwei Technologiepunkte dafür. Macht auch noch keinen Sinn. Mischer. Betonmischer braucht auch wieder Strom. Gleiche. Beton wäre zwar schön, aber was soll ich hier mit Beton? Schlachttisch haben wir. Stalltechnologie. Ein Stall hierher zu bauen macht auch genauso wenig Sinn. Genauso wenig wie Waschbecken. Weil fürs Waschbecken braucht man wieder das Wasserhaus. Macht also auch keinen Sinn. Gewächshaustechnologie. Wäre schön, weil dann könnten wir über den Winter unser Gemüse weiter anpflanzen. Unter drinnen ist es immer warm und Benzintechnologie hat man. So, also wir haben jetzt die Säge. Damit kommen wir zumindest erstmal so weit klar, dass wir am neuen Standort, insofern wir uns einen auswählen, loslegen können mit Brettern machen etc. Aber bevor wir losmachen, und ihr seht ja, es wird ja noch gleich Nacht. Ich esse mal noch schnell was. Unsere Leber. Ja, so langsam schließt sich unser Kreis. Da. Zack. Das haben wir voll. Apropos, ja, ich habe auch wirklich schmutziges Wasser getrunken. Danke für den Hinweis. Das war mir so gar nicht bewusst. Keine Ahnung warum. So. Dann Punkt 1. Ich wollte mir das fehlende Rüstungsteil machen, die Beinschienen. Die Beinschienen, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür 5 Tuch, 8 Kevlar. So, mal gucken. Wir haben ein Tuch. Für die anderen Tücher brauchen wir, muss ich direkt mal nachschauen, weil ich habe so selten Tücher hergestellt. Tuch, Pflanzenfasern und Rindenmulch. So, wie viel Rindenmulch haben wir denn? Naja. Dann lasst uns wenigstens das erstmal machen. Dann haben wir die Tücher wenigstens erstmal. So. So, 10 Tuch haben wir. 11 Tuch. Prima. So, und jetzt kommt's drauf an. Wir haben Plaste, wir haben Kevlar. Für Kevlar brauchen wir
Wir brauchen noch 3. Sprich, Tuch haben wir, Laster haben wir und jetzt brauchen wir noch Pflanzenfasern. 20 reichen nicht, nehmen wir die. Dann sollten wir jetzt die fehlenden Kevlar herstellen können. Komm, mach mal übers Buch, geht am einfachsten. Zack. So. Prima. 8-mal Kevlar. Super. Und jetzt können wir an der Werkbank unsere Rüstung machen. Unser fehlendes Rüstungsteil. Dann haben wir zumindest den Schritt schon mal weg. Fehlen Gegenstände. Was fehlt denn noch? 5 Tuch. Ach, warum die Tücher jetzt verwendet haben. Ah. Dann brauchen wir Rindenmulch. Haben wir noch irgendwo welchen? Nö. Heißt, Axt in der Hand. Ist zwar dunkel, aber was soll's. Dann lasst uns mal... Wir werden hier nicht mehr so viel Holz brauchen, aber... Weiß mal darüber. Wir brauchen eh Rindenmulch. Dann können wir ja auch hier hacken. So. Und wie viel kriegt man Rindenmulch? Ja, bestimmt nicht genug. Notfalls müssen wir das ganze Holz hier verbrennen. Bum. 15. Naja. Ja, ich hätte es vielleicht eher dran denken sollen. Und das ganze Zeug nicht jedes Mal verbrutzeln. Aber wer denkt denn dran, dass er das eventuell gebrauchen könnte? So. Die sichern wir uns. Komm, du kommst hier drüber. Zack und zack. Ah, nachts ist es ein bisschen dunkel, aber 25. So, dann lasst uns mal noch Tuch machen. Hier wieder. Sollte es auch jetzt reichen, oder? Ja. Kann doch nicht so schwierig sein, so ein Rüstungsteil. Da. Prima. So, nun haben wir praktisch das Maximum an Schutz 37. Und Hitze minus 4. Ist schon mal gut. Die Frage ist, wie repariere ich den Helm? Mit Reparaturbank und die haben wir noch nicht. Na gut. Ich hab's versucht. Ich war willens, aber guck mal, wir haben doch schon wieder einen Schritt weiter uns entwickelt. Achso, die Stöcke habe ich hier rübergepackt. Aus plötzlichen Gründen. Und damit meine ich jetzt nicht die, die man zu Weihnachten isst. So. Cool. So, da haben wir den Tag doch gut genutzt. Ja, machen wir den Wagen jetzt noch voll mit dem Holz. Naja, los. Wir haben es uns ja schwer erkämpft. Auch wenn wir es nicht wirklich brauchen im Moment. Aber wer weiß, was noch so kommt. Notfalls bleibt es heute liegen. So, wo sind die anderen Baumstämme? Hier. Wie im Wagen. Aber ich habe schon immer ganz, ganz viele Wegen gehabt. Schon alleine für die Tiere, weil die kannst du gar nicht alle so schnell verarbeiten. Manchmal war es so, dass ich da 5, 6 Wagen hatte voller Tiere. So, es ist Nacht. Lasst uns schlafen gehen. Und am nächsten Tag soll es dann rübergehen zum Platz, den ich mir auserkoren habe. Und zwar würde ich das vielleicht zweiteilen. Ich würde zuerst den Platz hier oben wählen. Obwohl, ja, es ist ein bisschen weiter Weg mal eben schnell hier rüber. Weil das rüber und über ist halt verdammt weite Strecke. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Der Umzug wäre nicht so weit. Es ist auch zentral. Und vielleicht können wir ja im Laufe der Staffel doch hier rüberziehen. Wenn wir dann ein bisschen mehr transportieren können. Also, frisch geschlafen, haben wir jetzt alles. Essen, trinken passt soweit. Wir haben noch was hier zu essen.
dann lasst uns mal schlafen. Ja, um 7 ist eine gute Zeit. Ah, willkommen Welt. Ja, eigentlich will ich ja gar nicht wieder weg. Ich fühle mich schon wieder hier so heimisch. Hier ist zwar nicht viel, aber ja, war bisher in jeder Staffel noch, dass ich mich mal nicht so richtig trennen konnte. So, lass uns mal noch unser Frühstück suchen. Da ist noch ein Kürbis, den können wir gleich so mampfen. Dann haben wir dann noch ein bisschen Gurke. Da haben wir sozusagen alles, was wir brauchen. So. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt Tag 19, noch einen Tag und dann könnten schon die ersten Freunde aus der Nachbarschaft wieder aufschlagen. So, alle Werte voll und voll getrunken. Zack. Super. Bam, 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 bam. Hüpf. So, hier ist noch was zu essen drin, das hält noch ein bisschen halt. Das nehmen wir mal mit. Haben wir zumindest auf dem Weg was. Was genau brauchen wir? Hier ist nichts. Benzin brauchen wir jetzt auch nicht. Der Weg ist nicht so weit. Den Sägetisch. Für den Sägetisch brauchen wir 8 Eisenbahnen, 2 Kobalt. 1, 2. Haben wir jetzt 2 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, das haben wir schon mal. Packen wir mal alles hier rein. Zack. Den haben wir. Was war noch? Habe ich mir nicht gemerkt. Wir brauchen 4 Mechanik und 4 Elektrik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und hier Ölkännchen für die Säge. So, das haben wir. Holz finden wir alles da. Die Werkbank können wir uns da vielleicht drüben machen. Was haben wir denn an Nägeln hier? Ah komm, lass uns die Nägel mal mitnehmen. Und den Rest holen wir uns dann, wenn wir es brauchen. Die Säge, unsere Werkzeuge sind, es könnten ja Vampis kommen. Ja. Die Spitzhacke ist in Ordnung. Säge, Axt ist geschliffen, passt. So, und den Rest brauchen wir jetzt aktuell meines Erachtens nach nicht. Wir bauen uns erstmal nur grundlegend die Foundations auf. Und überlegen, und den Sonnenhut nehme ich mal mit, vorsichtshalber. Weil unser Helmchen hier, der ist ein bisschen sehr warm. So. Nägel haben wir, den Rest finden wir da. Ah. Wart's mal ab. Irgendwann mal. Ganz schön mutig, der Kamerad, oder? Ja. Wir fahren erstmal rüber. Beziehungsweise, bevor wir losrennen, was kostet uns so ein Wagen? Falsch ist da. Platzier, sonstiges. Bretter kriegen wir drüben hin. 10 Nägel, ja gut, und wenn wir nur noch eine Werkbank bauen wollen, brauchen wir vielleicht noch einmal Nägel. So. Mal wenigstens Nägel mit. Das ist schon so trüb, das Wetter. Das Wetter, das wartet auf uns, das will uns ärgern. Zum Glück ist der Weg ja nicht so weit. Kamikaze-Reh. Ja, also ich habe mich dafür entschieden,
Ich will noch ein bisschen hier in der Ecke bleiben. Dann müssen wir nicht die Extrahierer so weit transportieren. Und ja, es ist halt eine schöne Ecke hier. Ist jetzt nicht so, dass man hier so bauen kann, dass man sicher ist. Aber wo ist man das schon? So. Hier möchte ich sozusagen bauen. Natürlich für das beste Wetter. Was wir ja mal gucken können. Ah, in der Felswand wäre schon cool. Aber ich weiß nicht, ob die dann auch hier spawnen. Wir können uns das ja mal anschauen. Wäre halt schön, irgendwas zu haben, wo die Vampis nicht sofort Schirrgeräusche zu uns hinkommen oder wo wir nicht so eine hohe Angriffsfläche bieten. Also vom Prinzip her, die kommen ja auf normalem Wege nicht hoch. Was ist denn das hier? Nö. Auf normalem Weg kommen die sozusagen nicht hoch. Wir können sozusagen hier oben verbarrikadieren. Müssen dann natürlich, wenn der Angriff ist, eventuell unseren Weg nach oben eliminieren. Zumindest fürs Erste. So, nun ist halt die Frage, wie schön ist es hier oben? Kommt man da hoch? Wie viel Platz ist da? Wir können mal hier drüben schauen. Angeln können wir hier auch. Ah, der Felsen macht schon irgendwas her. So. Wir holen uns mal schnell den Kürbis. Den haben wir. Ah, der ist nicht wirklich sicher. Das ist für die kein Hindernis. Können wir vielleicht hier hinten schauen? Vielleicht ist es hier hinten ja noch ein bisschen interessanter. Georg, schnell mal mit. Ist halt ein Riesenfelsen. Holz hätten wir gleich hier. Müssen es ausreichend. Die Frage ist, kommen die über dem Felsen hier drüber gehüpft? Weil da sieht natürlich auch schön interessant aus. Aber Felsen bedeutet potenziell ja trotz alledem immer Gefahr. Zumindest die Gefahr, dass es irgendwo reingebackt wird. Aber hier, das ist doch traumhaft, oder? Mal gucken, ob der Wasserfall nicht zu laut ist. Puh. Dummes Wetter, aber nö, hier könnte ich mir schon vorstellen. Wir bauen hier unsere Base, haben alles, was wir brauchen. Den Felsen als Rückwand. Ja. Und den Rest müssen wir halt mal schauen. Wie gesagt, umgezogen ist dann schnell. Na, dann lasst uns mal unsere Kiste holen. Die Säge aufstellen und dann schon mal loslegen. Da ist nochmal ein Björkchen. So. Ist halt auch immer spannend und interessant zu sehen, wie entwickelt sich dann so ein Spot. Puh. Naja, ist schon ein Stückchen hier hinten. Naja. Notfalls sind wir dann halt ein bisschen länger unterwegs. Ja.
Da. Genau hier. Da. Dann park mal hier irgendwo, damit du aus dem Weg bist. Das ist auch so. Nee, das wäre zu laut. Oh. Ist mal was? Wo ist mein Gürkchen? Halte den Dieb, er hat meine Gurke geklaut. Hm. Na gut, was soll's? Den Speer haben's mal wieder in der Hand. So. Dann gib mal alles her. Dann. Stellen wir mal eine Säge auf. Ja, verschoben ist sie dann schnell. Vielleicht hier in der Nähe der Bäume. Da haben wir nicht so weit einen Weg. So. Zack. Einmal gefüllt und dann losgelegt. Sondern die Baumstämme nicht so weit transportieren. Ja. Hey. Achso, wir wollten ja mit den ersten Brettern unseren Wagen bauen. Sonstiges Wagen. Ja, wenn die Bäume wechseln, haben wir dann ganz viel Schatten. Ganz viel Licht. Naja. Bretter. Ich vergesse immer, falsche Taste. Bretter sind drin, ein kleines Bäumchen, da ist er. Du wirst unser neuer Wagen. Prima. Und weiter geht's. Mal schön, mal sehen, wie es ausschaut, wenn die Bäume alle weg sind. Komm. Aufheben kannst du später. Müssen wir vom Licht her sehen, nicht, dass wir hier in der Dunkelkammer wohnen. Warum hebt denn da den ersten immer auf? Mach voll. Ja. Falsche. Ja. Ich will dann wenigstens noch sehen, wie die Lichtverhältnisse sind. Ja. Ich mag es ja eigentlich, wenn Bäume immer noch wachsen. Hau doch mal weg. Du sollst den weghauen. Ja. So, und die hier vorne würde ich erstmal noch stehen lassen. Die wachsen zwar wieder nach, aber wenn wir sie immer überbaut haben, wissen wir dann ja nicht, wo wir sie überbaut haben. Ja. Hm, toll. Mach mal so. So. Wir brauchen einen Holzscheitständer, Stockständer. Erstmal hier. Holzscheite. Da kann ich nämlich das Zeug rankarren und dann nach und nach verwursteln. So, das sind für die Holzscheite. Dann brauchen wir einen Stöckchenständer. Wir haben ja sozusagen bald Winter. Und da möchte ich ja schon Feuerholz, Brettständer. Möchte ich ja wenigstens schon ein bisschen was hergebaut haben. So. Bretter. Und jetzt brauche ich noch Stock. Einen für die Stöckchen. Und einen
für das Brennholz, Feuerholz. Na, wisst schon. Da. Feuerholz. Zack. Machen wir zuerst den. Dann einmal die Bretter. Und wir haben noch Feuerholz einstecken. Ernten. Zack. Da. Bretter. Einstecken fehlt noch. Sauerei. So. Hey, geh aus dem Weg. Ja. So ein Tag ist auf einmal auch immer schnell um. Nicht zerstören. Nein. Mensch. Ja. Manchmal weigern sich die Spiele so beharrlich auf mich zu hören. Da. Also einmal hier, einmal da. Einmal da, dann hier noch. Da. Wie viel fehlt noch? Nee, 9. Naja, müssen wir das doch klein machen. Ernten, ernten. Zip. Wie viel haben wir jetzt? Ah. Ein Steckchen fehlt. Irgendwo im Busch. Ah, ist er. Gut. Dann zack, zack. Erledigt. Warum hast du den jetzt kaputt gemacht? Hättest du als Feuerholz aufheben können. Naja. Ist ja auch egal. Gut. Hier wäre der Busch gewesen. Hier ist unser Brennholz. Da. Wir sind vorbereitet. Noch mal ein paar Steckchen. Ich suche überall die Steckchen und hier steht es buschweise rum. Sonst noch irgendwas, was wir jetzt hier zwingend brauchen? Nö. Wenn das jetzt hier so eine Dauerlösung wird, dass der uns hier ständig im Geist geht, dann krieg ich einen Koller. So. Mach die mal voll. Muss eine kleine eiserne Reserve haben. Dann gehen wir auf die andere Seite rüber. Und ernten dort den Wald leer. Ja. Essen, trinken. Wie ist das? Immer so herrlich, wie da ja dann doch im Wagen schiebt und dann schwimmt. Und der Deichsel dann einfach nur zwischen den Zähnen sich klemmt. Ja. Hä? Was? Einer fehlt. Einer ist weggepackt. Schweinerei. Ja, Steine liegen ja auch ausreichend. Upp. Ja, wir werden als erstes eine Brücke drüber bauen müssen. Es gibt doch mal her. Ach, das Spiel weigert sich heute. Da. Natürlich reicht das nur von Viertel bis Nacht, dann ist es aufgebraucht. Aber dann haben wir wenigstens einen kleinen Anfang. So. Einer. Nun nehmen wir den noch mit. Das ist mal so witzig, wie man sich dann entscheidet mit der ersten Foundation.
immer hinsetzt, wie das ganze Spiel sich entwickeln wird. Es kann ja alles sein. Setzt die erste falsch und irgendwann mal in 10, 20 Ingame-Tagen oder viel später merkst du erstmal, wie dämlich deine Entscheidung war, weil der Platz, den du gewählt hast, irgendwann nicht mehr passt. Wir dürfen nicht vergessen, so ein Gewächshaus ist nicht gerade gering. Und mal zur Seite. So ein Tierstall ist jetzt auch nicht gerade so das kleinste Objekt. Ja. Hamburg. Dann lasst uns mal noch hier den Stein klein machen, damit wir ein Lagerfeuer uns machen können. Was zu trinken. Wo sind die anderen da? Ich hab keine Lust auf Schleichen. Komm, haut den weg. Da. Ich bin dafür hierher. Dann setzen wir uns schon mal unseren Windpavillon da. Hüpp. Haben wir und dann hier schon mal das Lagerfeuer drunter. Na komm. Ja. Lagerfeuer hier drunter. So, nach 8 mal Feuerholz. Zum Glück haben wir das hier. Im 8 und an. Ah, ist ein bisschen knapp geworden. So. Super, dann erstmal hier was, erstmal hier was. Das hält noch eine Stunde 4, eine Stunde 5, dann erstmal das. Wir trinken das, wir trinken das. So. Die Flasche ist diesmal leer. Muss ich dran denken. Rindenmulch, habe ich gesagt, heben wir vielleicht auf. Das muss reichen. Da. Ist ja nur ein bisschen Wasser abkochen. So, dann kann das schon mal vor sich hin köcheln. Na komm. Wobei der wäre gar nicht so verkehrt gewesen wegen diesem Schatten. Mal gucken. So. Der Anfang ist gemacht. Wo fangen wir denn am besten an? Was sagen, so eine kleine Baubutze hier ans Wasser? Damit wir die Schmelzen unterbringen? Oder gleich eine Brücke rüber übers Wasser? Am besten wo? Naja, das zu tief setzen ist auch nicht gut. Wie war das? Mit Steuerung runter? Mit X. So lange her. Da. Und dann. Gut. Aber wenigstens eine Brücke hier rüber, müssen wir nicht jedes Mal tauchen. Bitte. Stöckchen ist schon mal meine. So, dann lasst uns mal hier kurz schnell. Da muss ich wenigstens nicht jedes Mal tauchen. Wie viel brauchen die? Hier. Säge ist auch voll. Ist vor allem eine verdammt tiefe Stelle hier. Ja. Nummer 1. Nummer 2, seht ihr. So. Die Holzscheite.
Was hat denn der immer nur... Mensch. Aufheben. Ja, wenn man den richtigen Tastenkürzel nicht mehr kennt, das ist... Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Wups, wäre ich bald ins Wasser gefallen. Dann nehmen wir noch ein paar Bretter mit. Und zumindest den ersten Schwung geschafft. 5 Bretter, 4 Baumstämme. Und hier können wir gleich auch noch mit einen hinsetzen. Da. Das macht es bequemer. Ja. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1, 2, 3. Zack. Und 1, 2, 3, zack. Ah. Gut, das ist auch für die Vampis ein bequemer Weg, aber ich glaube, die gehen auch durchs Wasser. Die interessiert das nicht. Ja. Super. Wir haben einen super Weg. Gut, und dann würde ich jetzt sagen, hier Bauputze hin. 2x2 muss reichen. Die kann man dann auch wieder abreißen. Wenn wir sie nicht mehr brauchen. 1, 2. Oh, so. Zack. Ja. Ich bin zufrieden damit. Natürlich eine ganze Menge Material besorgen. Aber das ist unsere kleinste Übung. Ja. Ja, die Säge ist eigentlich schon echt immer Gold wert. Ja. Wenn das so schnell kann das gehen. Also ich meine so schnell, dass das Material alle ist. Naja. Ja, finde ich gut. 3 Bretter haben wir noch. Nehmen wir noch ein paar. 1, 2, 3. Ja. Bretter aus dem Inventar. Ja. So. Ah, ich glaube, wir sind hier hinten. Ich bin doch fast zu nah am Wasserfall. Ja, mal sehen. Hier ist ja ruhig. Müssen wir uns halt eher vorne aufhalten als hinten. Ja. Ja. Einer noch. Ja. Hier sozusagen unseren ersten Spot. Da können wir ja dann noch hier drüben erweitern. Geben wir mal eine Nahrung. Und das Schöne ist, wir sind ja so ein bisschen im Schatten. Sprich, die Sonne belästigt uns nicht ganz so doll und ganz so arg. Ja. Cool. Dann machen wir hier nach hier eine Tür erstmal hin. Tür. Wände. Wand mit Tür dahin. Oder? Ja, hier hinten. Nö, hier geht das schon. Ist ja erstmal nur, dass wir was haben, wo wir vor Wind und Wetter geschützt sind und wo wir unser Zeug aufbauen können. Da. Da kommen 2 Fenster. Können wir uns gönnen, oder? Wand mit Fenster. Lass uns 3 machen. Ja. Super, na dann. Weiter im Akkord.
Würde dann bam bam bam. Ja. Dass es heute noch so ruhig ist. Gut, ich will es nicht beschreien, weil weiß, wann die ersten die aufschlagen. Aber. Da. Das scheint ja alles so friedlich zu sein. Und mit einem Schlag kann es dann schon mal vorbei sein. So. Ja. Wie nennen wir denn mal unsere Säge diesmal? Uschi, komm. Uschi, mach was. Genau. Unsere Säge heißt diesmal Uschi. Muss ja einen Namen haben, sonst können wir ja nicht mit ihr reden. Badum, 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 badadum, badadum, badadum. Also, wir sind zwar hier im Schatten, aber trotzdem geht uns die Sonne auf den Geist. Gehen wir hier rüber, da können wir gleich die Steckchen noch mitnehmen. Ja, und da ist es mir wieder passiert, wie in jeder Staffel Infected. Ich denke da auch nicht dran, dass es so riesige Dateien wären. Ist mir wieder mittendrin die Aufnahme abgeschmiert, weil die Festplatte vollgelaufen ist. Naja, was ist passiert? Ich habe die Hütte fertig gebaut. So sieht's aus. Naja, viel sieht man nicht, weil ich habe falsche Mütze auf. Aber ja, unser kleines Hütchen steht erstmal. Zwischenzeitlich, ja, ist es schon fast Mitternacht. Ja, wir gucken uns die dann morgen in Ruhe an. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Mach dort noch ein bisschen Eisen. Weil wir brauchen eine ganze Menge Nägel für Steinkisten und was wir nicht alles so noch bauen wollen oder was wir nicht alles so brauchen, dann müssen wir ja für unsere Ziegel zum Trocknen die Kistchen bauen. Ja, es ist sozusagen ein bisschen was, was wir an Material noch brauchen. Das werde ich fertig machen zur morgigen Folge. Dann erwarten wir morgen mal die Horde beziehungsweise die Strolche, den ersten oder den nächsten Angriff aufs POI. Vielleicht fällt er ja wieder aus wegen Bodennebel. Wir werden sehen. Werte sind soweit in Ordnung. Essen, trinken passt. Ja, ordentlich ausgeschlafen und dann kann das weitergehen. Ja, sorry, dass da ein Stückchen vom Bau fehlt, aber war ja jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ist ja eigentlich so Routine. Zack, 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 zack. Ihr habt es vielleicht 5 Minuten oder so verpasst, wenn überhaupt. Gut, die Federn nehmen wir noch mit. Gut, dann gehe ich mal rein. Haben wir wenigstens Licht, da sehen wir wenigstens was. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen, für euer Interesse. Schön, dass ihr dabei wart. Like die Folge, abonniert den Kanal, schaltet morgen wieder ein. Und dann gucken wir uns die Hütte morgen an. Kämpfen gegen die Vampis, wenn sie kommen. Ja, so einfach. Also bis dahin, Tschüssikowski und bye bye.